Wir schreiben das Jahr 1838. Graf Gustav Batthyány schenkt seine Privatbibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Unter den zahlreichen literarischen Werken befindet sich ein außergewöhnliches Buch. Die Schrift und die Sprache, in denen das Buch verfasst ist, sind unbekannt. Das Manuskript umfasst 448 Seiten und enthält ganze 87 Illustrationen. Alles über den Codex Rohongsi gibt es in diesem Video. Der seltsame Kodex umfasst 448 Seiten und 87 ungefärbte Illustrationen. Die Seiten sind gerade einmal 12 x 10 cm groß und beinhalten daher auch nur zwischen 9 und 14 Zeilen. Die Zeilen sind rechtsbündig, die unbekannte Schrift, in der der Kodex verfasst wurde, umfasst 150 bis 200 verschiedene Zeichen und hat Ähnlichkeit mit dem ungarischen Runen oder apriorischen Sprachen. Apriorische Sprachen sind selbsterdachte Sprachen mit einem Vokabular und einer Grammatik, die keine Ähnlichkeit mit bereits bestehenden Sprachen aufweisen. Bei den Illustrationen handelt es sich teilweise um Szenen und Figuren aus der Bibel, wie zum Beispiel den Einzug Jesu in Jerusalem. Unter anderem die Art des verwendeten Papiers, welche typisch für das Norditalien des 16. Jahrhunderts war, weist darauf hin, dass das Manuskript in Venedig gefertigt wurde. Unbekannt ist, wie der Kodex ins heutige Österreich zum Grafen Gustav Batthyány gelangen konnte. Obwohl der Codex Rohongsi unter anderem als das zweitbekannteste verschlüsselte Buch der Welt bezeichnet wird, lassen sich kaum weitere Informationen finden, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass man bis jetzt kaum etwas über ihn herausfinden konnte. Schreibt mir eure Meinung zu dem Codex Rohongsi gerne in die Kommentare. Ich habe euch wie immer weiterführende Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Seht euch unbedingt das Video auf meinem Zweitkanal an, in dem ich erkläre, warum so lange keine Videos mehr kamen. Wenn du dich dafür interessierst, wie so ein Video entsteht, folge mir gerne auf Twitch, denn dort erstelle ich diese Videos ab jetzt im Livestream. Lass gerne eine Bewertung und ein Abo, sofern du meinen Content interessant findest, da. Über Feedback und Videovorschläge würde ich mich wie immer freuen. Wir sehen uns demnächst. Stay crazy. Every single day.